guten Tag. Heute ist Samstag, der 19. Januar 2019. Wir sind schon wieder ein Zeitchen wach. Ich glaube, es ist 8:30 Junge so. Wir haben schon zu Morgen gehabt und haben eigentlich relativ gut geschlafen. Und die Züge der Dose, da draußen ist gerade eine Zugstrecke, es sind 3 Züge vorbeigefahren. Der erste war kurz, die anderen 2 sind etwas länger gewesen. Die Züge in Australien, die Dinge befördern, sind ja je nachdem bis zu einem Kilometer lang. Das ist noch verrückt. Und wir machen uns jetzt gleich wieder parat. Wir müssen die nächsten 3 Tage relativ weit fahren. Ich glaube etwa um die 1200-1300 Kilometer. Weil wir uns jetzt der Nullarbor-Grenze nähern. Und da ist es so, dass weit und breit die Flächen in Australien unbewohnbar sind. Es ist sehr trocken. Es regnet vielleicht 2 Tage mehr und es ist mehr so wüsti. Wir sind schon nach Lee gespannt. Auch der Platz, wo wir jetzt die Nacht übernachtet haben, ist schon ein bisschen abenteuerlich gewesen. Wir sind jetzt in Salmon Gums. Der Ort wurde benannt nach einer Art Eukalyptusbaum, aus dem man Gummi gewonnen hat. Also es ist eigentlich wie bei den Kauris, dass man sie auch jetzt Flüssigkeit rauskommt und man daraus Gummi herstellen kann. Und das ist zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert da der Fall gewesen. Deswegen auch die Bahnstrecke da draußen. Ist in den Weltkriegen sehr berühmt gewesen. Wir sind auch hier in der Nähe von einer Goldgräberstadt. Also Stadt. Von einem Goldgräberort. Und ja, wir sind gespannt. Es ist wieder warm, es ist windig. Manchmal weiß man gar nicht, was man genau so anlegen. Wenn nur die Sonne scheint, dann ist es relativ heiß. Wenn der Wind geht, dann ist es ein bisschen unberechenbar, weil man nicht genau weiß, verbrennt man sich jetzt oder verbrennt man sich nicht. Ich schätze, ich die Dose mit der Bam schwätzen. Die Leute hier sind sehr nett. Und eben die Züge sind nicht so laut gewesen. Ich glaube, sie haben es gerade davon, ob wir wach geworden sind vom Zugverkehr. Aber ja, wir haben recht gut geschlafen. Ja, ich zeige euch dann nachher noch ein bisschen den Platz. Er ist ein bisschen speziell, wie die ersten Plätze, die wir hatten. Sehr aschig und roterdig. Und die haben wir irgendwie am liebsten. Und gestern haben wir uns sagen lassen, dass das Oldschool Caravan Parks sind. Die sind früher sehr in gewesen. Heute sind eher so für Familien die Parks innen mit Rasen und Spielplatz und Animation und so. Deswegen sind diese Plätze hier ein wenig weniger besucht. Aber das ist ja auch gut für uns, weil wir sind sehr gerne ruhig. Und ja, ich zeige euch nachher ein bisschen den Platz. Also der ist eben in Salmon Gums Accommodation Caravan Park. $15 die Nacht, powered natürlich. Es hat ganz neue Duschen. Also wir sind gestern sicher, beide sicher 10 Minuten drunter gestanden. Es ist immer so schön, wenn man über den Tag im Salzwasser gebadet hat und am Abend wirklich klebt vom Meerwasser, dass man dann eben eine Dusche nimmt. Ja, also, ich melde mich gleich wieder. Tschüss. Hi, Schätzi. Was da so speziell ist, ist halt überall so ein kleines Gärtchen. Dort und dort. Und dort hinten und ringsherum. Und das ist halt einfach ein normaler Platz da, so mit Kies, Sand, es hat ein paar Bäumle. So eine schöne Dose, schmeckt schön. Hinter da sind eben die Schiene. Und da vorne, das ist so das Hüsli, da sind WC und Duschen drin. Man kann sich das Geschirr abwaschen, man kann Wäsche waschen, es hat eine Waschmaschine. Also eigentlich alles, was man so braucht. Die Leute treffen sich da vorne zum Schwätzen. Und ab und zu kommt doch jemand geschwätzen oder wir gehen irgendwo hin geschwätzen. Und da haben wir jetzt zum Morgen gehabt. Und wir sehen es hier wieder. Ja, also wir können den Platz da empfehlen. Für $15 die Nacht ist das richtige Schnäppli im Gegensatz zu Esperance.
Also wir könnten da irgendwie 5 Nächte übernachten für die 2 Nächte, die wir in Esperance übernachtet haben. Irgendwie so. Ja, heute liegen etwas über 400 Kilometer vor uns zur Baxter Rest Area. Und eben, die nächste Tag ist Fahren angesagt. Mindestens 1300 Kilometer haben wir, glaube ich, gesagt, gell? Oder 1200. Irgendwo dazwischen. Ja, also in dem Fall bis später. So, wir sind jetzt wieder unterwegs und wir kommen immer mehr Richtung Nullarbor. Und wie man sieht, wird die Landschaft immer karger. Also irgendwann werden wir wahrscheinlich nur mehr noch rote Sand und wir stehen hier und es ist brutal warm, aber sehr speziell und schön. Wir machen heute immer mal wieder Stopps und was uns eben aufgefallen ist, auf dem Weg begleiten uns immer wieder die Schienen. Sie kreuzen uns und dann gucken wir mal, was wir so da, guck mal, da ist das ultimative Kitschbild da anbringen. Muss man nachher aufpassen, wenn man da durch Pampas läuft, wegen Schlangen und so. Duger, gell? Also wir sind jetzt da Norseman und Norseman erinnert so ein bisschen an eine Kleinstadt, aber irgendwie ist da überhaupt nicht los. Was wir gesehen haben, es hat sogar das Schwimmbad. Also man könnte gut schwimmen. Die Zapftanksäulen, die sind schon lange außer Betrieb und überhaupt kommt uns da das kleine Städtli oder Dörfli, was auch immer das ist, ein bisschen verloren vor, gell? Eine Goldgräberstadt. Meinst du, das ist Gold, die nicht sieht? Und jetzt haben wir da so eine tolle Wall entdeckt oder so eine, weiß ich auch nicht. Vielleicht haben sie da etwas abgebaut, weißt du? Boah, Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie heiß das da ist. Das ist eher so eine trockene Hitze, wo man nach Lieben muss aufpassen, dass man sich da nicht gerade verbrennt. Aber es ist irrsinnig schön. Ab und zu muss man halt anhalten. Lookout und von hier kann man, hat man einen Panorama-Ausblick irgendwie. Dort hinten sieht man wieder so eine große See. Wahnsinnig. Wahnsinnig schön. Also wir haben jetzt übrigens 30 Grad und 36 werden es heute, haben wir gesehen. Und ja. Gold, the lifeblood of the community. Also hier wird jetzt wirklich Gold abgebaut. 1894. Zentrum von Norseman und es ist
ist herzig, weil es ein übersichtliches Zentrum da. Das ist eine verlassene Tankstelle. Wir haben einen Hotspot für uns zum Föteln. Schon lange keiner mehr tankt. Die Roadhäuser sind gut, wenn man da tanken kann. Man kann Frischwasser auffüllen, man kann ein bisschen Trinken holen. Und man kann sie in Caravan parkieren. Es hat auch einen Caravan-Park. Oder man kann auch einfach nur mal Pause machen. Es ist brutal heiß. Es hat schätzungsweise 33 Grad. Wir gehen jetzt auf die längste gerade Autostrecke der Welt mit 146,6 Kilometer, straight ahead, also alles geradeaus. Ich habe zwar schon die ganze Zeit das Gefühl, dass wir geradeaus fahren, aber vielleicht wird es ja noch gerader oder so. Jetzt fahren wir eben in die Gegend, in der keiner mehr wohnt. Es ist einfach sehr heiß, es regnet nicht viel dort in der Gegend. Es ist das letzte Roadhouse eben von der längsten Strecke und unser nächstes Ziel ist unser Rest Area, wo wir heute Nacht schlafen werden, oder auch das Roadhouse, wo wir übernachten werden. Wir lassen uns überraschen. Auf jeden Fall ist es warm, wir können nicht einmal einen Mittagspfuß machen. Wir haben gerade ein bisschen Lieses gegessen, ein bisschen getrunken und jetzt geht's weiter. Tschüss! Also, es ist jetzt soweit. Wir sind stehen jetzt da am Schildli. Australia's longest straight road mit 146,6 Kilometer. 90 Meilen straight. Wie fühlen Sie sich? Es ist brutal heiß. Was steht Trolla? Trolla ist übrigens eine ganze Gurti. Es ist ein sehr, sehr gutes Teil. Also, da nochmal für alle zum Mitlesen. Geht's nur noch geradeaus? Geradeaus. Wow. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. Gradius. Immer noch Gradius. Immer noch Gradius. Sieben das immer noch Gradius. Ganz Gradius. Genau. We meant to be. Great outdoors, forever free. Hi. Also du fragst dich sicher, wie ich finde, geradeaus zu fahren. Es ist geradeaus und es kommt immer noch mal geradeaus. Weil es geradeaus nur.
beste Travel Buddy. Ja, sweet. Nicht nur Mini Frosa, dann auch Travel Buddy, Fashion Freebie, Quizmaster. Wunderschön. Du meinst, ich soll noch eine Frage stellen? Ja, wieso nicht? Was verstehst du unter einem erfüllten Leben? Das da. Ich immer noch mal schaffe, noch ein bisschen von der Welt sehen. Fremde Kulturen, fremde Länder, einfach sie und einfach mal Seele baumeln. Und wenn ich dann irgendwann einmal auf meinem Sterbebett kann, sagen, ich fand ein geiles Leben. Genau. Geil. Ja. Und natürlich alles zusammen mit der besten Frau, Alessine. Sweetie. Gerade an so einem Autowrack gehalten. Also so sieht es aus, wenn ein Vehikel ausbrennt an der Straße starten, mitten in der Wüste oder in der halben Wüste. Also wir sind da. Wo sind wir jetzt eigentlich? Kaiguna Roadhouse. Wir nehmen uns Power Zeitknow und haben gerade ein bisschen Missverständnis mit der Dusche. Wir haben bei den Trucker Duschen den Code eingegeben und sind nicht reingekommen. Aber unsere Facilities sind auf dem Caravan Parkplatz. Lustige Sachen gibt's. Auf jeden Fall sind wir heute wie viele Kilometer gefahren? 470. Yay! Und es ist eigentlich gegangen. Es ist schon mal vorgestellt. Lustig und spannend. Wow, ich bin gefunden. Da ist es. Und seid nicht. Mm-hmm.
Verstehst du? Boah, stinkt das da rein, du. Feuchtigkeit, hä? So bin ich die Einzige, die da duscht. Machen wir denn noch mal duschen? Maybe. So, da ist vorne steht unser Troller. Sie hat heute super Arbeit geleistet. Wir haben 470 Kilometer durch brennende Hitze gefahren. Unser Dach haben wir schon gepoppt. Schon aufgestellt. Es ist schon ein bisschen windig. Und im Gegensatz zum Mittag ist es jetzt gerade auch ein bisschen frisch. Kann natürlich alles haben. Da steht unser Troller.